Der Verein Roundtable Lienz steht hinter dieser Versteigerung. Ja, wir versuchen mit den Erlösen, die wir da im Rahmen der Adventkalender-Aktion erzielen, kurzfristig und unbürokratisch in notgeratenen Familien und Kindern zu Hilfe zu kommen. Wir haben inzwischen eine Datei von an die 150 Künstler, die in den letzten Jahren an Kalender teilgenommen haben. Und gleichzeitig versuchen wir, dieses Grundportfolio durch neue Künstler aufzufrischen und damit eine gewisse Abwechslung zu sorgen. 600 Euro sind geboten. Wer bietet 650 Euro? Nummer 18, 650 Euro. Das ist ein unheimliches Vergnügen, so eine Versteigerung machen zu können. Es ist viel Interaktion mit den Bietern und ein bisschen ein Wettbewerb ist immer drinnen. Ich werde sicher die ganze Nacht darüber nachdenken, wo ich noch 100 Euro mehr hätte ausholen können. Und 1200 zum Dritten. Herzlichen Glückwunsch. Im ersten Schritt überprüfen wir selber den Geldfluss. Wir haben uns eigentlich vorgenommen, wirklich konkrete Maßnahmen zu unterstützen, nicht einfach Geld fließen zu lassen, sondern gewisse Maßnahmen einfach zu finanzieren, jetzt einen Lift in einem Haus einbauen, wenn es zu einer plötzlichen Behinderung gekommen ist. Das höchste Gesamtergebnis im Rahmen dieser Versteigerung waren, glaube ich, knapp 28.000 Euro. Das Bild mit dem höchsten Wert war letztes Jahr, vor 2 Jahren, das Werk von Jos Birkner, welches 6.000 Euro erzielt hat. Inspiration zum Bild ohne Titel. Das Bild ist entstanden in einer Serie von Köpfen, von Gesichtern, die Ende letzten Jahres entstanden ist. Und das meiner Meinung nach beste Produkt dieser Kleinserie, jetzt sage ich einmal, habe ich zur Verfügung gestellt. Also für mich war es sehr spannend, weil ich bin hierher gekommen und habe mich vorher nicht zu erkennen gegeben, dass ich eine der Künstlerinnen bin und habe das mitverfolgt. Bei meinem Bild war ich natürlich besonders aufgeregt und habe mir gedacht, ja, welchen Preis kann es erzielen? Mir ist immer wichtig bei einer Auktion, dass ich den Preis ganz tief ansetze, weil ich mich auch freue, wenn Leute, die nicht viel ausgeben wollen für Kunst, aber doch ein Bild, das ihnen gefällt, steigern wollen, dass sie sozusagen die Chance haben, das zu ergattern. 1000 Euro sind geboten. Ja, das Bild mit dem höchsten Preis steht daneben mir, ist von Hans Staudacher ohne Titel, Bild, Kalenderbild 24 mit 2700 Euro. Und dann gab es noch eine Skulptur von Giorgio Benedetti, Angelo. Der hat 2600 Euro erzielt. Ja, es sind heute ca. 24.000 Euro zum Ort.